Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Am 23. April wählt Salzburg und natürlich spielen derzeit verschiedenste Themen auch in den Salzburger Landtagswahl ein. Themen, die die heimische Innenpolitik derzeit in Bewegung halten und teilweise aufregen. Wie das denn in Salzburg ausschaut, ob es da wirklich auch wieder so einen blauen Durchmarsch geben könnte, das werde ich jetzt den Landeshauptmann der ÖVP und den Landeshauptmann von Salzburg, Wilfried Haslauer, fragen. Und ich freue mich, ihn per Zuschaltung aus Salzburg begrüßen zu können. Schönen guten Abend, Herr Landeshauptmann. Hallo, Frau Daniel. Herr Landeshauptmann, ich fange gleich mit dem an, was man natürlich von hier aus sehr stark beobachtet. Es wurden einzelne Umfragen publiziert in den Salzburger Nachrichten. Zum Beispiel, dass Sie zwar um die 34% halten könnten, das letzte Mal waren es 38%, dass die Freiheitlichen aber sogar auf 25% kommen könnten und auch dort wieder Nummer 2 werden können. Was ist denn da los in Salzburg? Ja, diese Umfragen gibt es, aber sie sind genauso valide oder nicht valide wie andere Umfragen. Also in Wahrheit weiß man es nicht. Es ist auch eine große Schwankungsbreite. Wissen wir es dann genau am 23. April. Wir nehmen diese Wahl sehr ernst. Wir versuchen unsere Argumente auch mit den Leuten wirklich zu besprechen und ins Gespräch zu kommen. Jetzt haben wir noch nicht ganz 4 Wochen bis zur Wahl und da ist noch genügend Zeit, auch in die heiße Phase, wie es so schön heißt, des Wahlkampfs zu kommen. Wir sehen, dass es eine bestimmte Welle gibt, die momentan den Freiheitlichen in die Hände spielt. Mhm. Schauen wir mal, ob diese Welle noch weiter am Ansteigen ist oder ob der Gipfelpunkt bereits erreicht ist. Mhm. Was man natürlich bei 3 bisherigen Landtagswahlen gesehen hat, einerseits in Tirol, andererseits in Niederösterreich, aber auch in Kärnten, also 2-mal schwarze Landeshauptleute, 1-mal ein roter Landeshauptmann, die zur Wahl gestanden sind, die haben doch sehr erhebliche Einbußen gehabt, also im Ausmaß von 9 bis 10 Prozentpunkten. Spüren Sie diese Stimmung in Salzburg auch, dass man offenbar eine ziemliche Wut auf die Regierenden hat? Ja, es ist interessant, dass diese Wahlen bisher bei verschiedenen Parteizugehörigkeiten eigentlich ziemliche Parallelen aufweisen. Die Frage ist, warum ist das so, weil alle 3 Länder ja eigentlich sehr gut verwaltet und geführt sind. Ich führe das auf eine diffuse Protesthaltung und Unzufriedenheit zurück. Und die Frage ist, was sind die Ursachen dieser Unzufriedenheit? Ich glaube, das ist sehr viel an Zukunftsangst, an Verunsicherung. Wir leben nach einer sehr schwierigen Zeit für Österreich in der Pandemie, jetzt mit Krieg, jetzt Entwicklungen, an die man nicht mehr gewöhnt ist, Inflation, steigende Zinsen, eine verwirrende Vielfalt an Medien, an Möglichkeiten. Nehmen Sie Social Media, du findest für alles auch widersprechende Rechtfertigungen. Und die Frage für die Leute ist, wo geht die Reise hin, was ist noch verlässlich, was ist sicher? Und da gibt es nur eine Antwort aus meiner Sicht und die kann nur heißen Stabilität und Kontinuität. Und für die wollen wir stehen und für die stehen wir auch. Und das ist auch unser Konzept in diesem Wahlkampf, ganz einfach gesagt. Aber wie stark spielen diese Themen, die Sie ja jetzt angesprochen haben, und Sie haben recht, egal ob es rot regiert oder schwarz regiert war, diese Themen hatten eine Rolle gespielt in anderen Landtagswahlkämpfen. Wie stark spielt das jetzt bei Ihnen noch hinein, zum Beispiel das Corona-Thema, das ja von der FPÖ nach wie vor extrem forciert wird, oder auch, was zumindest in Niederösterreich und Kärnten ein extremes Thema war, das Thema Teuerung? Beide Themen spielen natürlich hinein. Das Corona-Thema wissen wir, das hat in manchen Kreisen der Bevölkerung für sehr viel Verunsicherung und auch Wut geführt. Ich glaube, da muss man einfach miteinander reden und die Kenntnis von heute ist ja eine andere als von damals. Damals war man in der Situation, damals hat man entscheiden müssen zum Wohle der Bevölkerung.
Und keiner der Regierenden hat das jetzt aus Boshaftigkeit gemacht oder weil er die Leute segieren oder wegsperren wollte, sondern einfach, weil man versucht hat, mit den geeignet erscheinenden Maßnahmen für die Sicherheit der Leute zu sorgen, auch der älteren, auch der verletzlichen Personenkreise. Man darf nicht vergessen, dass sehr viele Leute auch an dieser schrecklichen Krankheit verstorben sind. Das Thema Teuerung jetzt trifft alle. Das hat natürlich auch mit hohen Energiepreisen zu tun, aber nicht nur. Die Lebensmittelpreise steigen, die Mieten steigen, die Betriebskosten steigen. Die Bundesregierung und auch die Länder, so auch in Salzburg, wir tun alles uns Mögliche, um diese Teuerung abzumildern, durch Zuschüsse, durch verschiedenste Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, wie zum Beispiel den Gratis-Kindergarten, wo sich Familien pro Kind an die 1.000 Euro im Monat sparen, oder durch das 365-Euro-Ticket eine Einsparung von mehr als 1.200 Euro im Jahr. Oder indem wir die Verwaltungsabgaben nicht angehoben haben, Mietzuschüsse steigern, also mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen, aber trotzdem bleibt diese Verunsicherung zurück und ich kann nur sagen, wir tun das Menschenmögliche, um diese Teuerung abzumildern. Mhm. Jetzt gibt es ja in Niederösterreich mittlerweile eine schwarz-blaue Koalition und bevor ich auch zu dieser Koalitionsform komme, da gibt es auch ein Kapitel, das unter Experten, unter Wissenschaftlern sehr umstritten ist, nämlich das Corona-Kapitel, wo es einen Covid-Fonds in Höhe von 30 Millionen Euro gibt, wo Strafen für Verordnungen, die eigentlich von der Bundesregierung erlassen wurden, zurückgezahlt werden sollen. Was halten Sie denn von diesem Covid-Kapitel? Na, relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens zum Thema Corona-Fonds. Wir haben ein Maßnahmenpaket geknüpft, vor allem was psychosoziale Bereiche nach Covid-Erkrankungen, Long-Covid auch für junge Menschen betrifft, aber auch für Gesundheit, mentale Gesundheit gemeinsam mit AWUS Österreich. Also die Maßnahmen setzen wir auf, da braucht man keinen Fonds, da setzen wir das Geld ein, das erforderlich ist, erstens. Zweitens, ich würde mich also nicht damit einverstanden erklären, dass man generell als Land keine Impfempfehlung mehr ausspricht, weil es gibt ja nicht nur Covid-Impfungen, es gibt ja auch andere Impfungen, die wichtig sind. Und drittens, das Rückzahlen von Strafen halte ich für sehr problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Neben den rechtlichen Fragen, die damit verbunden sind, betrifft es ja auch die Leute, die sich an die Regeln gehalten haben, auch widerwillig an die Regeln gehalten haben, denn die hätten auch gern gefeiert oder Zusammenkünfte gemacht. Und jetzt würden sie dann sagen, ja, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir ja auch diese Zusammenkünfte machen können, wenn wir gewusst hätten, dass die Strafen dann ohne dies zurückbezahlt werden. Also das halte ich für kein geeignetes Konzept. Ist das jetzt nicht etwas, das eigentlich ein Bärendienst an Sie in Ihrem Wahlkampf ist, wenn natürlich die FPÖ und Herbert Kickl sagen, die ÖVP zeige damit, auch wenn es wahrscheinlich nicht so intendiert ist, aber er sagt es halt so, dass er von Anfang an Recht gehabt habe und gibt jetzt all ihre Schuld zu? Ja, ich weiß nicht, worin der Herr Kickl Recht gehabt hat, mit den Entwurmungsmitteln oder was auch immer. Das sicher nicht, sondern wir haben eine Pandemie gehabt, auch in Österreich, mit allen Begleiterscheinungen, mit überfüllten Intensivstationen und Krankenhäusern. Das war für alle eine schwierige, total schwierige Zeit, für junge Leute, auch für Ältere, die einsam waren, auch für jene, die sich aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen wollten, die haben sich ausgegrenzt gefühlt, und andere, die sich impfen lassen haben aber auch die Einschränkungen mitgetragen, weil es ja einfach Lockdowns und so weiter gegeben hat. Also ich glaube, das einzig Richtige ist, dass wir miteinander reden, dass wir auch die Situation von damals noch mal verständlich machen, in welchen Entscheidungsnöten auch die Politik, auch die Verwaltung gewesen ist, und dass man nicht die Gräben noch weiter vertieft. Das hat überhaupt keinen Sinn und wir müssen ja in die Zukunft schauen und nicht zurück. Was halten Sie denn überhaupt von der schwarz-blauen Koalition in Niederösterreich, die ja doch mit Leuten auch wie Herrn Landbauer und Herrn Waldhäusl, die doch auch gewisse Sätze von sich gegeben haben, die ich jetzt nicht wieder alle aufzählen möchte, die auch die Johanna Mikl-Leitner ziemlich attackiert hatten, dass die geschlossen wurde? Ja, das möchte ich jetzt nicht wirklich kommentieren, wirklich nicht. Ich konzentriere mich auf Salzburg und mein Ziel ist, Nummer 1 zu werden bei dieser Wahl und dann eine tragfähige Regierung
bilden zu können, die in aller Ruhe diesen Weg der Stabilität und Kontinuität fortführt. Ich halte nichts von großen Wahlansagen. Ich halte auch nichts jetzt in der Situation von Koalitionsansagen, weil wir gar nicht wissen in Wahrheit, wie die Kräfteverhältnisse sein werden. Und dazu kommt ja noch, wir müssen uns auf inhaltliche Themen einigen. Und was ganz wichtig ist, man muss auch sehen, welche Personen im jeweiligen Regierungsteam dann drinnen sind. Von der ÖVP weiß man es, weil unsere Regierer kennt man. Die sind, glaube ich, verlässlich und auch sehr anerkannt. Aber ich kenne ja die Regierer von den künftigen Gesprächspartnern, wer immer es sei, nicht. Und auch das wird eine wesentliche Rolle spielen. Und dann muss man, ich meine, das Prozedere ist klar, nach einer Wahl wird man mal sondieren, mit wem man die vertieften Gespräche führt. Und dann wird man in Verhandlungen treten mit einer Partei oder zwei Parteien, je nachdem, wie das Ergebnis ist. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Wahlziel ist Nummer eins zu bleiben. Aber haben Sie da auch eine prozentuelle Hürde? Also Sie kommen von 38%. Nein. Nein, es muss so ausgehen, also mein Ziel ist, dass wir Nummer eins werden in einer Stärke, dass wir wirklich in konstruktive Regierungsverhandlungen treten können. Das ist für mich das Entscheidende. Mhm. Sie sind ja derzeit in so einer sogenannten Dirndl-Koalition, also mit Grünen und NEOS. Wäre das, ich weiß schon, dass Sie keine konkrete Koalitionsansage machen wollen, aber wäre das etwas, das Sie auch weiter anstreben würden? Naja, das fällt ja jetzt in Koalitionsansagen, die ich nicht mache, aber da lassen Sie mich so beantworten. Am liebsten wäre mir, wenn wir mehrere Varianten und Möglichkeiten hätten und dann aus verschiedenen Möglichkeiten wirklich den besten Weg für Salzburg auswählen können. Dann komme ich noch zum Abschluss zur SPÖ, zur Sozialdemokratie, die Ihnen eigentlich ein Geschenk macht, gerade mit den öffentlichen Streitigkeiten der Partei insgesamt. Wie ist denn Ihr Verhältnis zur Salzburger SPÖ? Wir haben eigentlich eine Gesprächsbasis, die normal ist. Ich meine, die SPÖ ist in Salzburg in Opposition, ist uns auch im Landtag nicht schuldig geblieben. Aber ich habe immer wieder versucht auch und führe diese Gespräche auch mit Proponenten anderer Parteien, weil das einfach auch zu meiner Aufgabe dazugehört, auch mit Parteien, die in Opposition sind, immer wieder in Kontakt zu treten. Die SPÖ ist momentan in einer schwierigen Lage. Ich habe da auch überhaupt keine Schadenfreude, denn ich glaube, Österreich braucht eine stabile Sozialdemokratie. Ich sage dazu, sie müssen nicht allzu stark sein, mit dem Verständnis, wenn ich das so sage. Ja. Aber mir ist wichtig, dass es ein buntes politisches Angebot mit verschiedenen Ideen und Ideenträgern gibt, dass man in einen Diskurs treten kann, dass man in dieser Diskussion auch die eigenen Positionen immer wieder überprüfen und nachschärfen kann, denn keiner hat die Weisheit für sich allein gepachtet und was einmal lange Zeit Gültigkeit gehabt hat, ist möglicherweise in einer ändernden Gesellschaft vielleicht so nicht mehr zu sehen. Das heißt, diesen Diskurs brauchen wir und dazu braucht man auch stabile Partner in der Politik und ja, das gehört einfach dazu und ich wünsche der Sozialdemokratie, dass sie bald aus ihren Schwierigkeiten wieder rauskommt. Und ganz zum Schluss noch, wäre die Kickl-FPÖ so ein stabiler Partner? Sie versuchen schon wieder, mich in eine Koalitionsansage hineinzuführen. Ich bitte um Nachsicht, ich mache keine Koalitionsangaben. Und im Bund? Wichtig ist ein vernünftiges Gesprächsklima miteinander. Wichtig ist auch die Tonalität, die an den Tag gelegt wird. Da habe ich momentan mit der FPÖ erhebliche Probleme. Das ist auch eine Kulturentscheidung am 23. April, wie man öffentliche Diskussionen führt, mit welcher Grobheit und Rohheit der Sprache man hineingeht, wie man sozusagen einen Stil der Gehässigkeit oder des vernünftigen Diskurses pflegt. Und da wird es sicher auch auf die nächsten Wochen wesentlich ankommen. Gut, dann vielen Dank für das Interview, Herr Landeshauptmann. Bitte, Frau Daniel, gerne. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.